1600 Kilometer und fast 20 Stunden Autofahrt. So weit entfernt war unser nächstes Abenteuer. Denn an der französischen Küste liegen seit vielen Jahren diese verlassenen Geisterkriegsschiffe. Alle voll eingerichtet und mit spannender Technik aus dem Kalten Krieg. Was ist das für eine surreale Situation, zwischen zwei verlassenen Kriegsschiffen zu stehen? Unsere Mission? Mit Schlauchbooten an die Schiffe herankommen und diese erkunden. Drei absolute Volldullis auf so einer Mission, auf taktisch angelehnt. Das kann nur in die Hose gehen. Ob die Mission klappen wird und was wir dabei noch erleben, das erfahrt ihr in diesem Video. Okay, da hinten fahren tatsächlich schon wieder die Marineboote. Wir haben kurz angehalten. Anspannung auf jeden Fall am Start. Wir müssen hier jetzt die Kette hoch. Guten Morgen, Leute. Alter, wir liegen hier beide. Ich bin mit Tobi unterwegs. Einfach im Auto. Wir haben es jetzt schon 8 Uhr, haben 5 Stunden gepennt. Im Schlafsack mit Klamotten. Einfach kurz den Sitz zurückgemacht und Abfahrt. Wir sind auf einwöchiger Lost Place Tour, zumindest auf dem Weg dahin, durch Frankreich bis an die Bretagne wollen wir fahren. Also es sind echt mehrere tausend Kilometer, die wir schrubben wollen. Und ich würde sagen, jetzt geht's erstmal los. Eine Woche zu den vergessenen Orten Frankreichs. Viel Spaß mit diesem Video. Putzt du eigentlich gerade die Zähne? Mhm. Ich putze die Zähne. Ich putze jetzt auch weiter. Und Stunden später sind wir tatsächlich an dem ersten Ort angekommen. Hinter uns steht das Auto. Wir sind in einem ganz kleinen französischen Dorf angekommen. Und hier gibt es ein Riesentor zu einem verlassenen Chateau, welches seit vielen, vielen Jahren unbewohnt ist. Unglaublich, dass das keiner bewohnen möchte und dass das so lange schon, ja, wie ein Geisterschloss an diesem Dorfrand liegt. Hier ist dieses Riesentor. Eine Kastanienallee führt direkt zum Gebäude, welches sich ganz am Ende da vorne befindet. Wie zugewachsen hier alles schon ist. Die Vögel zwitschern. Wir gehen jetzt hier diese Allee entlang. Unglaublich, wirklich. Und hinter den Blättern taucht das riesige Chateau auf. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das muss einen Multimillionenwert haben. Diese Riesenzufahrt. Hier konnte man einmal ganz mit dem Auto rumfahren. Mehrere Häuser, die einfach nur zusätzlich wahrscheinlich für Angestellte oder so hier gebaut wurden damals. Hier in der Mitte mag vielleicht mal ein Springbrunnen früher gewesen sein. Diese Fenster da oben. Alter, leider alles zugeplattet. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt reinkommen. Da oben ist sogar Stacheldraht gespannt. Krass. Aber guck mal, diese Löwen. Da ist auch irgendein Wappen drin, das muss mal richtig wohlhabenden, wahrscheinlich sogar adligen Menschen gehört haben hier. Hier weckt schon... Hab ich gerade Hundebellen aus dem Haus gehört? Alter. Klingt übelst creepy. Hallo? Ich sag's euch, ich höre Hunde bellen. Wenn das hier nicht völlig widerhallt, ist da entweder so ein Soundmodul drin oder ist ein Hund drin. Ist halt auch ein Riesengebäude. Ich habe es eben von da auch gehört, also da hinten hat ein Hund gebellt, aber das halt ja nicht von hier so leise. Von Lass uns mal bitte um das Gebäude rumgehen nochmal.
mal, hier ist irgendwas. Ah, das ist wie so eine alte Toilette. Hier ist auch schon das Dach eingestürzt. Boah, guck mal, diese riesen Fenster alleine, ne? Der Stacheldraht ist ja sogar hier rum. Der geht einmal rum und der wird schon zu Lebzeiten zu, dass quasi keiner da hoch einbrechen kann. Dann guck mal, hier gab es mal Eingänge ins Haus. Das wurde dann immer wieder von innen zugemacht. Ich denke halt wirklich gerade so ein bisschen an die drei Fragezeichen. Wir gehen gerade hinten um das Haus rum. Und da gibt es auch immer mal wieder so Folgen. Wer die drei Fragezeichen kennt, weiß Bescheid. Wo so Soundgeneratoren irgendwo hingestellt wurden. Das kam halt immer wieder, wenn ich in diese Ecke stand. Wie so ein Abwehrmechanismus. Dass hier jemand, wie so eine Alarmanlage, aber halt so ein bisschen eine krassere Alarmanlage mit Hundebellen. Das ist ein richtig heftiges Herrenhaus hier, ne? Wie von so einem Jagdschloss. Ja, von so einem Grafen oder so. Ja. Wirklich, ein Graf trifft es irgendwie gut. Ja. Der hier so gleich vorfährt. Wie fängt bitte diese Tour an? Selbst wenn wir da jetzt nicht reinkommen, vielleicht bin ich doch gar nicht so unglücklich drüber bei diesem Hundebellen. Boah, ich bin jetzt echt vorsichtig hier. Hier ist wie so eine kleine Werkstatt. Hier stehen so alte Super, die irgendwas, Öle oder so. Hier sind einfach alte Türen gelagert. Satellitenschüsseln, Reifen. Unglaublich irgendwie. Verwunschenes Haus mit Hundebellen, was man sich nicht erklären kann. Das ist wie aus einem schlechten Film. Wie aus einer Drei-Fragezeichen-Folge. Zehn Minuten später sitzen wir wieder im Auto. Wir haben es inzwischen schon 19.26 Uhr. Wollen jetzt noch mal nach einem kleinen Wohnhaus gucken, welches hier in der Nähe liegen soll. Auch verlassen, wirklich nur 20 Minuten Fahrt. Boah, guckt euch diese herrliche Landschaft hier an. Das ist echt ganz fantastisch. Mal gucken, ob das was ist. Vielleicht kommen wir dann da auch rein. Ansonsten geht's weiter. Was eine Tour zu den vergessenen Orten Frankreichs. Hund bellt hier schon. Mitten im Ort, nächste Location, Kamera ist in der Hand. Das ist jetzt hier ein bisschen, ja, eine weniger idyllische Ecke. Landschaftlich immer noch sehr schön, aber halt wesentlich ärmer, dieses Dörfchen, wie es aussieht. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Man läuft hier auch immer so richtig schön auffällig durchs Dorf. Crazy House, vollkommen zugewachsen. Mitten im Ort, ultra runtergekommen. Hier ist, glaube ich, sogar schon mal ein Stück Haus abgerissen worden. Hier scheint die Sonne durch. Alles zugewachsen auf jeder Seite. Krass. Und es ist sogar offen. Jawohl, Jackpot. Jetzt ist es ein bisschen dunkler geworden, denn wir haben ein ganzes Video im Kasten. Das gibt es extra auf meinem Kanal. Trotzdem wollte ich euch das hier nicht vorenthalten. Mega geil, oder? Also wirklich ein voll zugewachsenes Haus. Boah. Eine so unglaubliche Lichtstimmung. Wir sind hier gerade über eine wunderschöne Landstraße. Ich glaube, wir sind bald in der Bretagne unterwegs. Die Sonne geht hinter uns unter. Inzwischen sieht man sie nicht mehr so richtig, weil halt auch hier überall Regenwolken sind. Dadurch wirkt der Himmel halt so absurd krass. Ey, wir haben gerade Aufnahmen gemacht. Aber das Wichtigste ist, wir haben es gerade einfach mal genossen. Und das muss man auch mal machen zwischendurch. Absolut wichtig. Ich habe da gerade einfach kurz gestanden und Richtung Sonne geguckt. Und gedacht, was hat man eigentlich für ein geiles Leben? Auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, wo man da vielleicht steht und sich das anguckt, weil die Sonne dann ganz schnell wieder weg ist, dann will man Aufnahmen machen, dann ist wieder Trubel, dann ist man wieder gestresst. Aber dieser kleine Moment, wo man sich einfach kurz die Sonne anguckt und überlegt, warum man auf diesem Planeten ist, das finde ich geil. Ja,
Wir kochen jetzt hier, Gaskocher ist am Start. Spektakuläre Tage bis hier. Was denn? Moin Leute, die letzten 5 Tage waren wir in Frankreich auf einem großen Roadtrip, sind fast 3000 Kilometer bereits gefahren und fahren auch noch weiter. Gerade sind wir auf dem Weg in Richtung Südküste und haben mit dem Auto von Müller Mobility schon einiges erlebt. Denn dieses Auto wurde uns für diesen Trip vergünstigt zur Verfügung gestellt, damit wir ein schnelles, zuverlässiges und komfortables Fahrzeug für diesen Roadtrip haben. Bei Müller Mobility könnt ihr in Berlin Autos schnell und einfach anmieten. Ihr könnt aber auch Gebrauchtwagen kaufen oder ein Fahrzeug zur Reparatur geben. Wenn ihr einen Umzug oder ähnliches in Berlin habt oder mal eben einen Sprinter für irgendeinen Transport braucht, auch den findet ihr bei Müller Mobility unter anderem. Ich bin extrem begeistert von dem schnellen Service und bedanke mich nochmal sehr, 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 dass wir dieses Fahrzeug haben durften. Der Wagen hat mit uns die letzten Tage so viel erlebt. Wir haben mehrfach darin geschlafen, Zelt daneben aufgebaut, krasse Sonnenuntergänge gesehen, haben hinter dem Auto am Kofferraum abends gekocht und sind stundenlang damit unterwegs gewesen. Es ist ein GLC von Mercedes und ganz ehrlich, ich glaube, kein anderer GLC hat das bisher erlebt. Also, wer Müller Mobility aus Berlin abchecken möchte, der klickt einfach auf den Link, der steht hier drunter. Und vielen, vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Dankeschön. Das ist der Kanal schon, ne? Ja. Krass. Ich bin super aufgeregt, ne? Die Frage ist, wo parken wir? Wo können wir das Boot reinlassen? Hier kann man parken, wa? Ja. Gucken wir mal, wa? Ja. Vorbereitung läuft auf Hochtouren, wir packen alles zusammen. Übelstes Chaos, Speicherkarten. Was nehmen wir mit, was nehmen wir nicht mit? Wir brauchen wasserdichte Packsäcke. Stress. Okay, alles ist gepackt. Ready. Abfahrt, es geht los. Wir haben das Wasser erreicht. Von hier aus kann man schon die Kriegsschiffe sehen. Es ist alles eine Mischung aus übelster Idylle, wunderschönem Fluss und extremer Anspannung, weil hier die ganze Zeit Marineschlauchboote patrouillieren. Wir wissen nicht genau, ob wegen der Schiffe oder dem relativ nahegelegenen Marinestützpunkt. Hier sind auch gerade schon Jets geflogen. Stimmung ist angespannt, aber es wird krass. Okay, da hinten fahren tatsächlich schon wieder die Marineboote. Wir haben kurz angehalten. Ich habe eine Kamera mit ein bisschen Zoom mit, damit gucken wir gerade mal so ein bisschen. Aber die scheinen da einfach nur dran vorbeizufahren. Wir sind uns nicht so sicher, ob die da patrouillieren wegen der Boote oder ob die einfach durch Zufall da langfahren. Anspannung auf jeden Fall am Start, weil wir halt gleich mit den Packrafts, mit den Schlauchbooten über den Fluss müssen. Das wird noch ganz absurd gleich. Da vorne taucht das Schiff auf. Das, wohin wir wollen. Ist das krank? Ist das krank? Drei absolute Volldullis auf so einer Mission, auf taktisch angelehnt. Das kann nur in die Hose gehen. Geil! Harald, wir fahren aufs Schiff. Juhu! Ist hier so matschig. Hier ist normalerweise Wasser und gerade ist Ebbe. Wir müssen über diese Dinger rüber. Weg finden über diese Algen hier. Man sinkt meter tief ein
Und dann noch die Muscheln. Okay. Ich bin erstmal im Boot. Strömung ist richtig stark, Jungs. Wir müssen es probieren. Wenn es nicht geht, Abbruch. Ihr müsst versuchen, euch reinzusetzen und dann nach vorne wegschieben, damit das Gewicht vom Land weggeht. Nicht in Worte zu fassen, was wir hier erleben. Leute, wir sind unserem Ziel so nah. Ey, das kommt einem gerade so surreal vor, oder? Als hätten die Möwen das Schiff eingenommen. Wir müssten hier in der Kette hoch, ne? Wir müssten hier jetzt die Kette hoch. Was meinst du, schafft man das? Ja. Die ist komplett fest. Die bewegt sich gar nicht richtig. Die ist nicht rutschig. Die ist komplett trocken. Es ist ein unglaublich riesiges Schiff. Überall sitzen Möwen wie wach. Leute, irgendwie. Das Schiff ist hier an so riesigen Bojen festgemacht. Das ist echt absurd. Das ist wirklich absurd. Kurze Vervollständigung. Tobi kletterte vor circa 10 Minuten auf das Schiff herauf. Ich habe unten auf die Boote aufgepasst, damit diese nicht wegtreiben. Er sollte oben schauen, ob irgendwo eine Tür offen war, damit wir in das Schiff hineingelangen. Und jetzt war er wieder auf dem Rückweg. Ich halte dich. Jetzt musst du dich selber halten. Ich kann nicht mehr. Rüber. Also erstmal ganz kranke Basis da oben, wirklich. Die Möwen sind so aggro. Okay, ihr habt es gerade gesehen. Tobi war auf dem Schiff. Ganz kurz. Gerade hat irgendwie die GoPro nicht gefilmt, aber Tobi war oben. Ich habe gefilmt, wie er wieder runterkam. Oben ist keine Tür offen. Keine. Jetzt ist auf der anderen Seite irgendwie ein Mann, der versucht, möglichst nah hier dran zu kommen. Keine Ahnung wozu. Wir scheinen nicht reinzukommen in dieses Schiff. Zumindest wissen wir gerade nicht wie. Guck mal da oben, die Brücke vom Schiff. Komplett mit Gras zugewachsen. Hinterm Berg geht die Sonne langsam unter. Fuck. Ein unglaublich beeindruckendes Schiff, aber ich glaube, wir kommen nicht weiter. Was eine Enttäuschung. Boah, wie das von hier aus aussieht. Steht eine Nummer 6 dran. Die Brücke. Das Ding ist voll eingerichtet. Es gibt zig Aufnahmen von innen, aber es scheint irgendwie noch die Marine sich in einer gewissen Form drum zu kümmern und alles ist oben zugeschweißt. Und das kann ich euch jetzt nicht mal zeigen. Dieses Kriegsschiff hier und mit ihm noch 9 weitere liegen hier an dem Fluss verteilt. Alle sind verlassen und wie man sieht, mit allen Details. Sonargeräte von innen, die komplette Brücke ist eingerichtet. Es ist unglaublich. Aber wir kommen da jetzt nicht hoch. Wir können euch das Ganze nicht von innen zeigen und das frustriert mich so sehr. Ich möchte trotzdem unbedingt dieses Video hochladen. Ich habe keine Ahnung, wie lange es ist, weil ich euch zeigen möchte natürlich zum einen, dass man manchmal nicht weiterkommt und auch nicht reinkommt, raufkommt, wie auch immer. Es kann sein, dass die Marine alles wieder verschweißt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall soll es heute nicht sein. Am Anfang hatten wir es so schwer. Haralds Boot hat Luft verloren, ist fast untergegangen. Wir sind stecken geblieben im Matsch. Es hat alles stundenlang gedauert und jetzt trotzdem hier lang zu paddeln, ist ja schon surreal genug, oder? Und auch wenn wir jetzt vielleicht Pech hatten und das Schiff nicht von innen sehen können, ist es trotzdem ein Abenteuer wert, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ey, wie das aussieht. Der Himmel hat sich kurz zugezogen und jetzt sieht's alles irgendwie noch surrealer aus. Guckt euch das mal an. Das riesige Kriegsschiff vor mir, ein über 100 Meter langes Kriegsschiff, verlassen vor meinen Füßen. Überall Möwen, die das Schiff gefühlt wieder eingenommen haben. Da oben weiß ich gar nicht, ob da nicht mal Geschütze sogar drauf waren. Hinten ein Hubschrauberlandeplatz von der Drohne aus zu erkennen, wo man den Hubschrauber sogar ins Schiff schieben konnte. Und das alles hätte ich euch zeigen können.
Aber wir kommen da nicht weiter, weil jede einzelne Tür zugeschweißt ist. Wir haben hier noch eine ganze Menge weitere Schiffe und da fahren wir jetzt mal dran vorbei und checken die mal ab. Die Sonne geht nur leider bald unter. Ich weiß nicht, was das hier für ein Modell ist. Auch wieder recht krass, wesentlich kleiner als das Hauptschiff, wo wir eigentlich rauf wollten. Boah, krass, Alter. Echt krass. Der Stolz der Marine wahrscheinlich damals. Was für eine Ruhe hier zwischen. Wirkt total unheimlich. Diese alten, ultrahohen Schiffsbuke. Hier sieht man auch noch eine alte Zahl. Die ist vollständig abgeblättert, wie so ein alter Bunker. Alter, das Geräusch. Was für eine surreale Situation, zwischen zwei verlassenen Kriegsschiffen zu stehen. Ich habe euch ja eigentlich noch gar nicht viel erklärt, weil ich das alles auf dem Schiff machen wollte. Aber das sind alles ausrangierte Kriegsschiffe der französischen Marine, die hier abgestellt wurden und nie wieder benutzt werden sollen. Keiner braucht sie mehr und deswegen liegen die jetzt hier einfach wie so ein Schrottplatz für Schiffe. Das ist einfach nicht zu glauben. Und eigentlich wollte ich euch so ein Schiff von innen zeigen. Aber bisher kommen wir leider nirgendwo rein. Es sind trotzdem ultra krasse Bilder und Eindrücke, aber wir kommen nirgends rein. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Diese Schiffe werden einfach hier abgestellt von der Marine und niemand kümmert sich mehr drum. Vielleicht guckt die Marine ab und zu nach dem Rechten, aber wir paddeln jetzt seit Stunden hier lang. Keiner interessiert sich dafür. Und die Schiffe vergammeln und verrotten hier am Ende. Was machen die denn damit? Ich meine, die sind voll eingerichtet. Irgendwann, wenn die vergammeln, dann dringt da Wasser ein. Ich glaube, die können hier nicht untergehen, aber das ist so krass. Gibt es nicht Leute, die eine Phobie haben vor so großen Objekten wie Schiffen? Habe ich irgendwann mal gehört. Und so ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Es ist unglaublich beängstigend. Zurzeit stehen hier 10 verlassene Kriegsschiffe, alle voll eingerichtet aus dem Kalten Krieg, einfach so an einem Fluss geparkt und keiner weiß, was damit mal passieren soll. Vielleicht weiß es die Marine, ansonsten keiner. Und eigentlich war es unsere Mission, hier hinzukommen, um uns eins der größten Schiffe von innen anzusehen. Leider ist diese Mission gefailt und gescheitert, weil ein Boot kaputt ist, weil wir Zeit verloren haben und dann auf dem Deck alles zugeschweißt war. Wir sind wieder an Land. Und es ist irgendwo ein Misserfolg und Erfolg zugleich. Was ein Sonnenuntergang. Was ein Sonnenuntergang. Ach Leute, ich habe mich jetzt hier nochmal hingesetzt. Auf so ein altes blaues Boot.
Hinter uns ist der unglaublichste Sonnenuntergang seit langem. Die Kriegsschiffe liegen da noch in der Bucht, beziehungsweise an diesem Fluss. Es ist wirklich ein ganz krankes Video in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, wären wir ins Schiff reingekommen, hätte es uns alle komplett weggeschallert. Aber es gehört eben auch mal dazu, dass man etwas nicht schafft. Es ist im Leben immer so und das ist natürlich auch gerade in dieser Urbex-Welt so. Wenn man nicht immer Glück hat. Das Ding ist, die Sachen, wo man kein Glück hat, die zeige ich euch nicht so oft. Und hier zeige ich euch jetzt mal was. Ich kenne das Ding seit Jahren. Ich habe mich schon immer mal gefragt, wo das ist und dann habe ich es irgendwann herausgefunden und wollte unbedingt hierher. Ich kann euch so viel sagen, von mir zu Hause aus sind es ungefähr 20 bis 25 Stunden im Auto, wenn man Pausen einrechnet und so. Und jetzt kamen wir da nicht rein. Trotzdem haben wir einen unfassbaren Sonnenuntergang gesehen. Und wenn wir vorher nicht gewusst hätten, dass es theoretisch da reingehen könnte, dann hätte es uns auch völlig ausgereicht, hier paddeln zu gehen. Und wir waren an einem der beeindruckendsten Orte in dieser Urbex-Welt paddeln, haben uns Kriegsschiffe verlassen an einem Fluss angesehen. Und für mich persönlich ist das ultra krass. Für andere mag das nichts sein, aber für mich ist das wirklich sehr besonders. Und ich hoffe, dass euch das auch ein bisschen gefallen hat, dieses kleine Abenteuer. Auch wenn es anders war als geplant. Und schreibt sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr solche Videos in Zukunft auch sehen wollt, wo etwas mal nicht klappt und wir trotzdem das Beste daraus machen. Und das Abenteuer war wohl wirklich völlig geisteskrank. Überhaupt alles auf dieser Frankreich-Tour ist völlig geisteskrank und aus dem Ruder gelaufen. Manchmal fragt man sich echt, was man hier für ein Leben lebt. Vor 2 oder 3 Tagen in Paris noch ausgeraubt und mit Totschläger bedroht und jetzt sitze ich hier in der tiefsten Idylle an einem Fluss auf einem blauen Boot und spreche hier mit euch. Ja, manchmal ändert sich alles ganz schnell. Also dann, Leute, wir fahren weiter. Wir haben noch ein bisschen was auf der Liste. Wir sind noch morgen unterwegs. Jetzt geht's erstmal 8 Stunden mit dem Auto durch die Nacht. Also, seid nicht zu enttäuscht. Ich glaube, es war trotzdem cool.